So, hi Leute und willkommen zum 31. Part von Minecraft. Ich hab's endlich mal geschafft, genau Bescheid zu wissen, welcher Part gerade läuft. So, ich getraue mich eigentlich gar nicht hier rauszugehen, weil ich bin mir nicht sicher, ob hier irgendwas ist. Und ihr könnt hören, dass ich eine neue Playlist habe, aber es sind trotzdem noch alte Tracks drauf und ja, hoffe, das stört so nicht. Und das ist Höhlen-Playlist und normale Playlist durcheinander wir gemischt. Also, nicht wundern, wenn da jetzt plötzlich mal so ein Horror-Lied reinkommt. So, und ihr könnt oben links sehen, dass ich ein paar Mods draufgeladen habe. Unter anderem ist das der Minimap-Mod. Davon gibt's ja reichlich. Dann möchte ich euch noch gerne etwas zeigen. Ich hoffe, ich vergesse keinen Mod zu erwähnen. Also, ich habe hier einmal, wenn ich das mal so zeige, den, mir fällt gerade nicht der Name ein, wie er heißt. Ich werde es dann mal in die Beschreibung, wie heißt denn das? Mir fällt es nicht mal ein. Als Schildchen, ich nenne es jetzt mal Schildchen im Video, zeigen. Und, ja. Und zwar ist es das hier. Man kann sich jetzt ducken. So, ja, dann was kann man noch? Man kann, wenn man jetzt so doppelt zu der jeweiligen Richtung drückt, solche Seitensprünge machen. Man kann, wenn man sprintet, Steuerung gedrückt hält und Leertaste, dann lädt sich hier so ein Balken auf und man kann dann einen Körper machen. Gegebenenfalls ins Wasser. Also das wäre am besten, das wäre die beste Möglichkeit. So. Okay, also ich habe jetzt Minimap gesagt. Ich habe das, dann, was habe ich noch? Da, ihr könnt schon sehen, was ich noch habe. Nein, das war gerade mein Gesicht, so. Das habe ich. More Creatures Mod. Ey, weg. Ich finde den Mod einfach, der ist genial. Also der passt irgendwie zu Minecraft. Ich hoffe, die Musik ist jetzt gerade irgendwie nicht zu laut. Denn sonst habe ich ein Problem. Nee, sonst habt ihr ein Problem. Und ich habe ein Problem. Na, egal. Ich denke da jetzt einfach gar nicht dran. Wow. Was war das gerade für ein Ruckler? Ich habe keine Ahnung. Egal. So. Gut. Ich habe irgendwas vergessen, glaube ich. Ach ja. Also. Wenn ich jetzt R drücke, passiert Folgendes. Das da. Mein Inventar räumt sich auf. Dasselbe kann ich jetzt auch hier mitmachen. Dasselbe mache ich jetzt auch da mit den Kisten hier unten. So. Das nennt sich, ich weiß es auch gerade nicht, irgendwas mit Inventory TW, irgendwas, keine Ahnung. Sorry, ich vergesse, ich habe den Namen vergessen. Aber naja. So. Ich werde dann auch als Schildchen in das Video schreiben oder einfügen. Naja, da ist ja auch nur Fleisch drin. So. Alles mal schön sortieren. Da gibt's nichts zu sortieren. Hier auch nicht. So, hier kann man da irgendwas. Nee, das bleibt so. Da. Gut. Da habe ich. Ja, gut. Gut. Okay, das war's. Und dann gibt's noch eine Neuerung. Wenn ich jetzt, also vielleicht kennt ihr den Mod, ja? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel die Steinaxt, wenn die jetzt kaputt geht, dann geht automatisch diese Steinaxt, also falls eine vorhanden ist, in diesem Fall ist die ja vorhanden hier, dann geht die automatisch hier in dieses Feld hinein und ersetzt die kaputte. So. Und das geht so mit allen. Aber nicht mit Stein und Eisen, glaube ich. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Ich werde aber jetzt auf jeden Fall erstmal eine neue Belegung machen von dem Inventar. Und zwar kommt. Nein, die Axt bleibt erstmal hier. Ja, das gibt sonst nichts, oder? Ne. Habe ich gerade eine Ratte gehört? Oder eine Maus? Keine Ahnung. Okay, dann habe ich noch so einen Mod, der heißt Clay Soldiers oder so. Da gibt es also auf jeden Fall so kleine Lehmsoldaten. Das kann ich aber erst später zeigen, wenn wir. Warte, wir haben doch Lehm. Kann man nicht. Ach nein, ich glaube, den kann man gar nicht benutzen.
Ach, da werde ich dann einfach mal irgendwie... Irgendwie werden wir das schon hinbekommen. Too many items oder so. Das werde ich schon irgendwie hinbekommen. Aber jetzt geht's erstmal wieder in die Höhle. Ich bin gespannt, was wir da jetzt finden werden. Wir haben ja schon zwei Spawner gefunden. Besser hätte es eigentlich gar nicht laufen können. So, waren wir da hinten denn eigentlich schon? Da ist auf jeden Fall Kohle. Habe ich hier gerade die Eisenspitzhacke? Ja. Ich nehme sie einfach. Ist ja egal. Mit Eisen kann man schnell abbauen. Sieht schicker aus. So, damit es nicht so lame ist. So, ach ja, wenn euch irgendein Mod stören sollte, Gründe fallen mir zwar gerade jetzt keine ein, aber es, vielleicht fällt euch ja eine ein, wenn ihr es wirklich so, wenn es euch wirklich stört, dann schreibt mir einfach als persönliche Nachricht und ich werde sehen, was ich da machen kann. Also, wenn jetzt wirklich so richtig viele dagegen sind, dann werde ich mir natürlich überlegen, dass ich den rausmache, aber wenn jetzt nur einer dagegen ist und die anderen dafür, dann natürlich nicht. So. Ach ja, dass die diese Umfrage hat ergeben, dass wir als nächstes das Haus im Berg weiterbauen. Aber dazu muss ich sagen, das war ja nur die Planung, was gebaut wird und nicht heißt aber nicht, dass wir es jetzt sofort bauen. Sondern ich wollte jetzt erstmal die Höhle hier schön erforschen. Und ich denke, das wollt ihr auch. Das weiß ich ja nicht. Schreibt halt mal in die Kommentare, damit ihr mich mal ein bisschen auf dem Laufenden hält, wie, was ihr davon findet. Und Zombie? Nein. Weg! Weg! Bring mich nicht aus dem Konzept. So. Ja, dann das Texture Pack. Ihr könnt ja sehen, welches Texture Pack bei der Umfrage gewonnen hat. Aber dazu muss ich sagen, jemand hat auf mir egal gedrückt, auf den Button. Und jemand hat auch Photorealism gedrückt. Also, wenn es im einen Jahr mir, wenn es im einen Jahr egal ist und der eine Photorealism, da habe ich mir halt gedacht, ja, dann nehmen wir doch das Photorealism. Also, da ich hoffe, das passt so. So, jetzt bauen wir erstmal nochmal fleißig hier die Kohle ab mit unserer fast kaputten Eisenspitzhacke. Ich hoffe, wir finden Diamanten. Die Musik ist noch ziemlich fröhlich hier. Passt überhaupt nicht zu der Atmosphäre hier. Oh Mann, ist das viel Kohle. Zum Glück haben wir eine Eisenspitzhacke. Leute, 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 Leute. Ach ja, und nochmal. Danke für 123 Abonnenten. Ist echt geil. Ich fühle mich richtig gut. Sage ich jetzt aber mal so. Ich bin stolz auf 123 Abonnenten. Und ja, ich denke, das darf man auch sein. Und ja, danke nochmal. So. Dabadabadam. Wo geht's denn da lang? Da war doch irgendwo... Ah, genau, hier war der Spawner. Und hier unten war doch auch... Ach. Leute. Stimmt, ja. Boah, ich muss aufpassen. Ich kann, ich hab die, da gibt's so eine Belegung, und zwar, dass ich, wenn ich F9 drück, steht da Smart Moving Disabled. Dann kann ich nicht mehr mich so kriechen, also kann ich nicht mehr so kriechen und so. Und das mache ich jetzt mal extra, weil mir ist schon passiert, dass ich hier so doppelt auf D oder auf A gedrückt habe. Und dann macht man so Seitensprünge und dann springt man auch mal irgendwo in Schluchten rein. Das passiert halt leider manchmal. Und das will ich jetzt nicht. Nicht bei unserer ersten Höhlentour. Da ist mal ein bisschen Dreck. Sehr schön. Kann man da irgendwie... auf... rein... Gut. Die Lava, sie sinkt immer tiefer und tiefer. Keine Hoffnung mehr für die Lava. Sie wird sterben. Stirb, Lava! Die Geschichte der Lava.
So, jetzt sind wir out of Erde. Gravel haben wir ja auch noch. Gravel. Bisschen Stein noch mitnehmen. Schade ja nie. Aber ich glaube, den werde ich auch benutzen, um hier alles dicht zu machen. Oh, Pilze. Und Licht. Ein bisschen Licht muss sein. Kein Bock, dass hier irgendwas spawnt. So. Oh, Leute, da sind die. Leute! Sorry. Hab mich gerade verschluckt. Da hinten sind Diamanten. Oder ein Diamant. Zumindest. Puh. Sorry, Leute, aber. Ich muss mich an die Zeit halten. Es sind schon wieder 11 Minuten. Ich muss ja leider cutten, so leid's mir tut. Denn das ist gerade ziemlich spannend, wie viel das da hinten sind, wie viele Diamanten. Aber tut mir leid, sorry. Ciao.